So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und die nachfolgenden Sendungen verzögern sich circa um 30 Minuten. Wir senden jetzt einen Brennpunkt, weil weiter geht's mit Roller Rolf on Tour. Hat sich alles ein bisschen verschoben, liebe Leute. Erstmal Dankeschön, ne, an die schöne Zeit in Heilbronnen. Es war richtig toll, gestern Rollertreffen. Ich bin jetzt auch Meister geworden, Jägermeister. Dankeschön für die netten Präsente und für die schöne Zeit, die ich an der Theresienwiese mit euch verbringen sollte. Sogar ein Helix-Fahrer war da und dann ne, der Klaus aus Hockenheim und so. Das war einfach schön. Wir hatten Spaß und so, aber wie das so ist, die schöne Zeit ist vorbei. Ne, die Karawane zieht weiter. Und jetzt kommt der harte Teil für mich. Ne, ich will es einfach wissen. Ab von Heilbronn nach Gummersbach, weil da geht es weiter. Wir mussten den Plan A ändern und haben jetzt Plan B. Also habe ich meine Sachen schon gepackt. Gönne mir noch mal in Ruhe eine Fluppe. Na, Nierengurt um, ne, und auf den Helix und dann auf die Bahn. 330 Kilometer. Die Frage, die sich mir stellt und euch natürlich auch, werde ich meinen privaten Rekord schlagen können. Ich habe von Hannover nach Heilbronn 12 Stunden gebraucht und habe mir ein Ziel gesetzt. Ihr wisst ja, dass ich zielstrebig bin. Es ist fast die gleiche Strecke. Schaffe ich es unter 12 Stunden oder werde ich länger brauchen. Aber meine Motivation ist, ich komme zu euch. Wir machen ein Rollertreffen. Ich freue mich auf Markus. Ich freue mich auf Gummersbach. Ich kannte bisher nur Handball von Gummersbach. Und ich werde meinen eigenen Rekord schlagen, unter 12 Stunden zu bleiben. Wir verfolgen das hier auf diesem Kanal. Ich werde euch unterwegs natürlich berichten, was ist los. Und es kann schon spannend werden. Bis dann, euer Roller Rolf. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Ab geht's. Nochmal ein. Auf dem Roller kann man ja nicht rauchen.